Guten Tag, das wäre eine gute Gelegenheit, jetzt entnervt zu sein. Ich habe es eine Dreiviertelstunde umsonst aufgenommen, weil wieder irgendwie das Steckerchen nicht ganz richtig sitzt. Irgendwie ist das empfindlich geworden. Aber ich hoffe, dass die Meldung, Audio wird aufgenommen, jetzt auch wirklich stimmt. War ja gestern auch schon so, eine Stunde auch wieder umsonst aufgenommen, daheim. Also ich mache mir in dem Moment gar keine Gedanken, die Widersacher und so weiter. Ich mache es einfach nochmal, weil es muss einfach gesagt werden. Punkt. Es ist halt einfach, gehört eben auch zu der Schwere der Gralstour. Ich grüße euch ganz herzlich aus Rastenburg, zeige euch die Bilder. Ich gehe dann einfach nochmal rum und zeige euch die Bilder eben der Ordens, also der Burg oder des Nachbaues der Burg, die einstmals hier stand, vor vielen, vielen hundert Jahren, eben des Deutschen Ritterordens. Das hat mich heute Morgen inspiriert, als ich noch gar nicht wusste, ich hatte alles schon gepackt und wusste aber noch nicht, wo ich hinfahren soll. Das ist jetzt so bei der zweiten Tour, in der Gralstour-Gruppe ist ja erstorben, es wollte mir keiner mehr helfen. Das ist ja, habe ich auch prophezeit, dass wir dass jeder seine berechtigt fühlte, warum er mich jetzt doof findet, warum er nicht mehr hilft, warum er beleidigt ist. Das heißt, ich muss aber, so wie es auch richtig ist, muss ich das jetzt ganz alleine machen. Vorher war sehr viel Hilfe da, jetzt ist das Gegenmotiv da. Wir haben ja Ich und Umkreis, also das wird auch noch klar werden, warum ich das völlig natürlich finde. Und jetzt muss ich das ganz aus mir heraus machen und dann kommen die anderen zu Hilfe und es gibt das umgedrehte Motiv. Ich möchte euch, ich habe euch einen Schmankerl mitgebracht. Das geht, Barbara hat mir erzählt, meine Platzwirtin, die also den Campingplatz betreibt, wo ich jetzt noch eine Nacht länger bleiben werde, nachdem ich jetzt hier aus den Sümpfen heraus mal zu Ordensburg gefahren bin, zu ehemaligen zumindest. Das war so das Motiv für den heutigen Tag. Sümpfe sind ja die Seen, die masurischen Seen, aber trotzdem irgendwie das Motiv. Ich bewege mich aus den Sümpfen heraus. Und da, wo man glaubte, da ist ja gar nichts, da ist eben sehr viel. Nämlich überall standen hier in der Gegend, und also gibt es noch Ruinen oder stehen heute noch die Burgen. Oder was mal eine Burg war, was nachgebaut wurde, irgendwie herum. Auf jeden Fall noch gekennzeichnet als Deutsche Ritterorden. Ich bin doch sicher, wenn man guckt, findet man hier auch Mönchsniederlassungen und all das. Ist halt so ein bisschen jetzt versumpft und in Vergessenheit geraten. Ich möchte euch noch etwas Wichtiges über die Verstorbenen erzählen und jetzt einfach anknüpfen an, also mit der von der Barbara noch etwas, genau mit der Polen, die in Polen aufgewachsen ist, die mir da tolle Sachen über die polnische Armee erzählt hat. Das ist für mich das Sprungbrett zu spannenden anderen Dingen. Über den Umkreismenschen, den ihr Cousin, Uwe, glaube ich, hatte sich genannt, erzählt hat. Das hat sehr viel mit unserer Reise zu tun. Also ich bin wach und nehme die Impulse auf, die mir entgegenkommen. Und das passt alles sehr gut. Und nochmal anknüpfend an das, wo ich im letzten Video sagte. Ich komme in diesen Körper, in die Erbmasse und arbeite sie um. Mache sie erstmal zu meinem eigenen Gefährt. Das ist die Idee, die schon zu Adolf Hitlers Zeiten in der Welt war, die von den Menschen aber nicht aufgegriffen worden ist. Und deshalb ist am Ende der Zweite Weltkrieg entstanden. Weil die Suche nach dem Verständnis, auch des neuen Bewusstseins, das da werden will in uns drin, ja, wer bin ich denn nun? Das hat sich halt eben verliebt in diese Theorien von, ja, ich bin das, was meine Gene aus mir machen und dann eben halt die Umwelteinflüsse, das bin ich. Tatsächlich spielt das natürlich zusammen, also ich bekomme etwas mit, das ist die Erbmasse meiner Eltern, in der sind eben auch durchaus Erinnerungen der sogenannten, also die Volkserinnerungen, die schwimmen da auch mit drin. Und deshalb ist es ja so notwendig, dass man das durchindividualisiert, erstmal im Rahmen der heute unterdrückten Kinderkrankheiten und dann eben auch in Bezug auf sich Fragen stellen, Fragen dazu werden, was ich in der Wolfschanze gesagt habe, was auch heute verhindert wird, nämlich sich dem gegenüberstellen, was war denn da eigentlich in den Generationen, auch Motive haben, mit denen man arbeiten kann, eben was waren die Ideale, nach denen die Menschen gestrebt haben und dann auch Verbindungen ziehen können, ist ja interessant, das tun wir schon seit 1840 und so weiter. Mit diesen Dingen können wir uns dem gegenüberstellen, was wir da vererbt bekommen haben
Und wenn wir dann noch wissen, aus welcher Geistesströmung wir selber kommen, was wir da im Gepäck mitbringen, nämlich in diese Inkarnation, dann können wir wirklich zu dem werden, was ich immer Nachlassverwalter nenne. Wir haben letztes Mal angefangen, einen wichtigen Meilenstein nochmal zu nehmen oder ihn anzugehen. Eine wichtige Wegetappe, und die hat damit zu tun, dass der richtig eine kalte Dusche bekommt. Dass es ein Aufwacherlebnis gibt, dass der Nachlassverwalter überhaupt merkt, dass er einer ist. Es ist ja so, ich knüpfe nochmal an den rohen Kerl an, der dann irgendwie, es kommt zum Zarten, irgendwie eine Annäherung, man hat dann jetzt aus Männersicht mal, man hatte eine Holde irgendwie so spät und irgendwie kommt eine Annäherung und irgendwie sogar eine Verliebtheit und romantische Gefühle, aber und dann auch dann alles behutsam und man zieht sie aus und respektiert das etc., macht vielleicht, oder sie macht dann vor allen Dingen natürlich die Blütenblätter aufs Bett und so und dann kaum ist er aber irgendwie, sind die Höhlen gefallen, dann kommt es bei ihm, wenn kein anderes Gegenelement da ist, eine andere Lehre, jemand, der Vorbild ist oder so, kommt eben dann der Rammler raus. Da dieser Name nicht in der Welt ist, auch das Begriffssystem in der Welt nicht da ist, als eigenständige Gestalt der Rammler, dass es auch etwas Typisches ist, dadurch kann man auch nicht darüber reden und das kann die Frau auch nicht, sie sagt dann eben, du kannst du das nicht anders machen, und das ist wiederum sehr verletzend, weil nicht klar ist, wer denn eigentlich nun gemeint ist. Als wir damals bei dem schon erwähnten, und von ihm las ich etliches vor, Wolfgang Gädecke, als wir bei ihm zur Beziehungsberatung waren, war das Erste, was er gesagt hat, und es war für mich eine absolut neue Idee, weil das Erste gesagt hat, nach dem Motto, stopp, ich will gar nicht, dass ihr gleich ins Detail einsteigt, was ihr für Probleme habt, denn eure Probleme sind typische Probleme, das heißt 98% dessen, was ihr mir erzählen werdet, sind keine Probleme, die ihr miteinander habt. Wen meint er denn mit ihr, ne? Im Unterschied zu dem anderen, was eben typische Probleme sind, dessen, was ihr an euch tragt als Geschlechteridentitäten, sage ich es mit meinen Worten heute mal, an Identitäten aufgrund der Sprachherkunft, aufgrund der speziellen Kultur, in der ihr aufgewachsen seid, in puncto der Sozialisation, seid ihr Arbeiterkind und so erzogen. Da kommt die Erziehung ins Spiel, hat man euch da gewisse Antipathie noch eingeimpft gegen die andere Seite, die wiederum meinetwegen hier die Noblesse oder, ne, oder das intellektuellen Haus oder was auch immer da für eine ganz spezielles Selbstverständnis eben verbunden oftmals mit finanziellen Mitteln, Status und so weiter eben herrschte. Das alles sind Dinge, die wir an uns tragen, die sind benennbar, das sind Klischees im Grunde, das sind Typismen, es ist eben der Rammler, es ist das Arbeiterkind und so weiter. Und das, wenn du erst in dem Moment, also sagt er, wir müssen differenzieren von vornherein, gehört das, was ihr mir zu sagen habt, zu den 98%, dann müssen wir es auf der Ebene klären. Oder gehört es zu den 2%, wenn es das überhaupt ist, die wirklich mit euch zu tun haben? Ich könnte mir vorstellen, dass du jetzt den Eindruck hast, das ist jetzt was völlig Neues, was ich hier erzähle. Jetzt kommt ein ganz neues Kapitel, aber ich habe die ganze Gralstour über nichts anderes gesprochen, als genau über das, und zu erkennen, dass es sich um das gleiche Motiv handelt, wie wenn ich sage, der Nachlassverwalter findet sich eben und so weiter mit Dingen da in seinem Umfeld wieder. Wir erkennen es deshalb nicht, weil wir natürlich nicht gelernt haben, den Moment zu bemerken, wo das Liebesspiel, also die zarte Annäherung, wo das umschlägt im Grunde in einen Gewaltakt, jetzt aus Männersicht mal gesehen, wo ich im Grunde meine Wahrnehmung, derer ich mir nicht bewusst bin, sich so verändert, dass ich sie dann gar nicht mehr so wie vorher wahrnehme, ihr in die Augen blicke, sondern dann drehe ich es um, das Luder, und ficke sie von hinten.
Ja, heute wird eben uns natürlich auch das Gegenteil erzählt. Das wäre Bestandteil eines Liebesspiels. Das wäre dann besonders aufregend. Und je mehr Stellungen, desto besser. Und je mehr und desto tiefer und härter, desto besser. Mach mal schön. Dazu werden wir heute ermuntert. Und es ist ganz klar, das ist die Stimme des Widersachers. Heißt nichts, dass man nicht im Rahmen eines Kamasutra eben diese Stellung auch machen kann. Darum geht es nicht. Sondern, dass einem nicht gesagt wird, da wird in dir oder darauf aufmerksam gemacht wird, da wird in dir jemand geweckt und der ist bei allen Kerlen der gleiche. Alle Schwänze, so nach dem Motto, sind da gleich. Das wissen die Frauen auch. Weil die meisten Männer eben dann, weil sie nie geschult worden sind, alle Männer Menschen ein Repertoire abspulen. Dann müssen sie sagen, nein, es ist jedes Mal das Gleiche, nicht gleich hier an meinen Brustwarzen rumdrehen, als wäre es irgendwie Radioknöpfe. Nein, lass dir Zeit, streichel mal, nein, es geht nicht gleich ins Höschen, nein, da, 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 nein, es ist immer nur ein Nein. Die meisten Frauen geben das dann auf und machen das Spiel halt mit. Naja, Hauptsache, er hat einen Porsche. Es ist wirklich so platt in der Welt. Oder dann kompensieren sie das damit, dass er halt ein lustiger Typ ist und hinterher. Ich habe sehr viele Frauen direkt oder indirekt kennengelernt und ich habe hier wirklich Lebensforschung betrieben und ich kann es absolut bestätigen. Und diese kleinen vernachlässigbaren Ausnahmen, die kleinen Ausnahmen sind wirklich vernachlässigbar, sind Ausreißer in der Statistik. Es ist eindeutig so und selbst dort, und es geht sogar so weit, dass Frauen sich umerziehen selber, das können die nämlich, das ist ein bisschen wie so ein Stockholm-Syndrom. Dass sie nämlich sich dann irgendwie einreden, naja, wenn es alle so machen und er rammelt mich halt wie blöde und ich meine, ich werde trocken, dann hat es nicht etwa damit zu tun, dass er irgendwie Grundregeln das, und ich rede halt einfach offen, weil wir müssen auch in die Bereiche ran. Wenn du zurückscheust, hätte es mir wirklich leid, weil hier liegen wirklich die Goldkörnchen im Sumpf, ne? Und ich rede ja auch in ehrenvoller Weise, denke ich mal, über die ganzen Dinge. Das dürftest du erkennen. Also wenn sie sagt, naja, dann das liegt dann wahrscheinlich nicht an einem Fehlverhalten sozusagen, dass er einfach grundlegende Spielregeln der Liebeskunst vernachlässigt. Denn es ist so, wenn ein Mann weiß wie, dann strömt eine Frau immer über, immer. Außer sie hat gerade Sorgen oder sonst was. Also wenn ich trocken werde, dann liegt das wahrscheinlich an mir. Da habe ich halt mit meiner Mutter irgendwas ererbt. Also meine Scheide wird einfach nicht feucht. Ich habe zu wenig Flüssigkeit. Also liegt es an mir. Also nehme ich halt Gleitcreme und dann lasse ich ihn halt machen. Das ist ein richtig ganzer Kerl ist und dann grunzt er noch schön. Und dann, oh ja, das scheint mir gefallen zu machen, so den Hasen und so. Ja, und dann machen die das mit und gewöhnen sich sogar an, dass sie nur noch dann, weil sie ja nicht mehr erregt werden in dem Sinne, dann halt im Grunde nur noch diesen Wackelrausch, dieses gegen die Wand gedotzt zu werden, dass das ja ist ja so ein bisschen wie beim Schütteln beim Kind, das Huscheln, ne? Dann, dass sie tatsächlich darin ihre Freude finden. Und ich habe das irgendwie, irgendwann ist mir das mal begegnet und dass sie mich dazu aufgefordert hat. Und ich habe gesagt, so, was ist mit dir los, ne? Doch, das geht nur so, komm, ja. So, also bis hin zu psychischer Verdrehung. Auch an der Stelle noch einmal, mache dir bewusst, dass Mind Control nicht nur bei einem anderen passiert. Mache dir bewusst, dass es eine unglaublich kunstvolle Angelegenheit ist, was ich eben auch Matroschka nenne. Diese ganzen Seelenbestandteile, aus denen wir bestehen, die heute nicht bekannt sind, namentlich nicht be bekannt sind, dass es überhaupt eine Matroschka ist, eine komplizierte Fabrik mit anderen Bildern, da kann man eben auch sehr viel falsch machen. Zum Beispiel, habe ich im letzten Video erwähnt, eben einen heranwachsenden Menschen, wo die Lebenskräfte dafür da sind, erstmal den ganzen Körper auch in feinen Gefügen überhaupt erstmal so zusammenzusetzen, dass alles richtig funktioniert, dass der Lebenssinn, haben wir auch, ist auch nicht bekannt, dass der auch dann erstmal meldet, es ist alles in Ordnung, es ist alles richtig, so wie es läuft, Leber macht ihre Dienste, die Milz weiß, wer sie ist, die Nieren auch und die Atmung und so weiter, das ganze komplexe Zusammenspiel, dass erstmal alles in Ordnung ist. Dazu kommt es nicht mehr, wenn man zu früh das Kind eben intellektualisiert, was über Tablets, Handy und so weiter, zu frühe intellektuelle Beanspruchung, auch durch Lesen und so weiter, wenn das gemacht wird, dann richtest du einen Schaden für das Leben an und verhinderst, dass der Kommandant überhaupt erwachen kann. Der ist jetzt natürlich da, sonst würde er diese Videos nicht schauen. Aber sei dir der Brisanz der Lage bewusst, in der wir sind. Wäge dich nicht in Sicherheit, bitte. Das will ich damit sagen. Nur 2% von all dem Kladderadatsch um dich rum, von all den Gestalten, die da sind, von denen du noch gar nicht weißt, dass sie da sind, der Rammler zum Beispiel oder die Hure, habe ich letztes Mal gesagt, die Urverräterin, die ganzen Gestalten sind da und die tanzen.
Gehen wir nochmal in Gedanken zurück zu dem, was ich eben bei Dvigrad gesagt habe über die multiple Persönlichkeit. Da war ich ja sehr eindringlich geworden. Ich bin auch sicher, du hast es wieder vergessen und das hat seinen guten Grund. Frag dich doch bitte einmal. Ist natürlich immer leicht, über andere zu sagen, oh, das ist ein Opfer, wurde traumatisiert. Das ist jetzt bestimmt hier da eine dieser furchtbaren, komischen, multiplen Persönlichkeiten. Aber jetzt wenden wir das mal auf uns an. Genau wie ich als Mann sage, ich habe einen Rammler an mir. Ich komme dann irgendwann hoffentlich dazu, mich nicht mehr beleidigt zu fühlen, weil mir das immer freundlich entgegengebracht wird. Ich werde darauf aufmerksam gemacht. Schau mal, da gibt es jemanden in dir, der macht das dann so. Der reagiert auf Reize. Schau dir schon mal hin, achte mal drauf. Achte mal auf deine Gefühle, auf deine Gedanken. Mach mal Nebenübung mit dem Thomas Christian auf der Gralstour. Dann kommst du von selber nämlich drauf, dass da überall die Puppen tanzen und du wusstest es gar nicht. So, dann überlegen wir nochmal mit der multiplen Persönlichkeit. Woran erkennst du denn überhaupt, ob da der Mensch, wenn wir sagen, es gibt eine Hauptpersönlichkeit und die verschwindet dann und spaltet sich auf in unzählige andere multiple Persönlichkeiten, also wird eben multiple, weil andere Persönlichkeiten da sind. Das sind Persönlichkeiten, habe ich ja gesagt, die können andere Sprachen, die sind gewandt, die können wirklich. Woher weißt du denn gerade welche, also überhaupt, ob der Mensch dir gegenüber, ob das der echte ist und der wahre? Weil der ist, man, so. Das hast du dir, genau wie ich, bis vor einiger Zeit noch nie überlegt. Und du hast es dir auch noch nie überlegt, weil es das Konzept nicht in der Welt ist. Nicht so deutlich ausgesprochen. Auch nicht bei dir selber überlegt, was eben Wolfgang Gädicke, wo er mich auf die Spur gesetzt hat. Das alles, du musst lernen, dich davon zu distanzieren und anzuschauen, was bist denn du und was sind die anderen. Was er so deutlich nicht ausgesprochen hat, was ich heute tue und was ich hoffe, was hilfreich ist, weil mir hätte es geholfen damals, ist nämlich, woran erkenne ich denn den, den er da in mir ansprechen wollte, der nicht identisch ist mit all dem Ererbten, mit all dem Ererbten von der Fabrik, mit dem typisch männlich-weiblichen Arbeiterkind und so weiter. Wie erkennt er sich denn selber? Ja, weil er sich im Tiefsten angesprochen fühlt und irgendwie auch wach wird, wenn es heißt, im Bewusstsein meiner Verantwortung. Das ist nämlich das Einzige, dieses Bewusstsein, dass er eine Verantwortung hat für diese Welt. Und dass er eine Welt schaffen möchte, die drückt sich eben aus in dem Christlichen, oder die findet man wieder, die spürt man hinter den Worten, eben wenn es heißt, schaffe eine Zukunft, in der keiner ein privates Glück mehr findet, solange noch ein anderer leidet. Oder anders, was du dem geringsten meiner Brüder getan hast, das hast du mir getan. Oder verhaltet euch so zueinander, dass ich mich eingeladen fühle. Also sprich, Christus meint, wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da komme ich. Dann merkst du eben auch, wenn der dann wach wird, dann merkst du eben auch, schaut mal, das ist die Villa Maria da hinten. Ich zeige euch gleich die Stadt, aber ich muss mich wirklich konzentrieren. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Jetzt keine spannenden Orte. Es ist wirklich eine Höchstleistung, die ich hier vollbringe. Nur mal auch am Rande. Immer wieder den an die appellieren, dass der nicht einschläft, dass der weiß, dass der die Dinge zu schätzen weiß. Da bringe ich heute noch meine Bombe. Da bringe ich die noch. So. Also der. Und der sieht sich. Jetzt aber, der kommt dahin und fängt das an durchzuarbeiten. Also ein Ererbtes. Und das sind lauter. Lauter, ja, was sind das denn? Was ist das denn bei der multiplen Persönlichkeit? Da kannst du jetzt sagen, da irgendwo ist da so ein Christkind mit drin, aber was sind denn 98%? Was ist denn der Rest? Ja, sind das jetzt irgendwie, ja, das sind vollgültige Persönlichkeiten. Der Mann ist eine vollgültige Person. Das ist eine handlungsfähige. Und es ist nämlich so, dass wir alle eigentlich ständig wechseln. Dass wir je nach Situation, dann kommt mal der Aggressive heraus, es kommt der Clevere raus, dann braucht es mal den Autofahrer, der mit der Situation klarkommt. Eigentlich ist es so, dass das auch separate Elemente an uns sind. Das sind Kräfte, Gestalten, die wurden in der Urzeit gezüchtet und die übernehmen. Also wir haben sozusagen schon diese ganzen Stationen auf all diesen Leben durchgemacht und jedes Mal wurde eine neue Gestalt geschaffen. Eine neue, in sich geschlossene, handlungsfähige Gestalt. Und die wurden durch äußere Reize auf den Plan gerufen. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Dann verstehen wir auch, wie Mind-Control und Manipulation der Masse funktioniert. Durch, was ich gesagt habe, Bilder zum Beispiel. Und dann das verknüpft mit das anderem. Das waren Handlungsanweisungen nach diesem Handlungsschema. Deshalb handeln die Leute ja auch, diese sogenannten Neonazis, ja auch so stereotyp dämlich. Sie machen gewisse Parolen und so weiter. Oder eben auch die Emanzen.
Also wir haben dann die richtigen, nach den Tarotkarten die richtigen Gestalten. Wir haben aber auch viele Entartungen derselben. Die erkennt man dann auch, wenn man weiß. Aber erstmal ist es wichtig zu wissen, genauso wie bei einem Menschen, den wir heute als multiple Persönlichkeit diagnostizieren, wo dann, weil jemand etwas zugestoßen ist, extreme Gewalt, mit der konnte er nicht klarkommen. Also wird eine Gestalt, entsteht eine Gestalt erstmal, die ist dann, die verkörpert genau den Mut, den derjenige nicht aufgebracht hat, der verkörpert die. Und die wird dann immer als ein Orchester von 10, 20, 50, 100, wie auch immer, wird dann genau der John oder wie auch immer er sich heißt, wird dann auf den Plan gerufen, wenn in der Umwelt durch einen bestimmten Reiz jemand hebt drohend die Faust oder was auch immer. Es ist ein Signal da, dann kommt unmerklich für die anderen, dann unmerklich erstmal, es sei denn, man schaut genau hin, weil man es weiß, dann kommt dann eben eine andere Gestalt. Das ist doch bei deinem Partner so, das ist bei den Eltern so, das ist bei deinen Kindern so. Immer wechselnde Gestalten. Und deshalb ist es auch oftmals so, dass wir uns wundern, wie Mensch denn so anders sein kann. So. Und wenn wir miteinander ins Bett gehen zum Beispiel, das habe ich immer wieder erlebt, sobald die Hürde überwunden war, war dieser Mensch, egal wie sie hieß, Lisa oder sonst wie, den Namen spielen jetzt keine Rolle, es sind natürlich individuelle andere Menschen, aber da waren sie alle gleich. Es kommt ein tiefes, in Urzeiten erlerntes, einprogrammiertes Verhalten. Das ist diese Sache mit Kehle nach hinten, das ist diese tiefe Stöhnen, das laszive Räkeln, also wenn man es mal weiß, der Blick, dann erkennt man, jetzt ist die Gestalt da. Und dann ist die Frage, kann ich jetzt noch davon reden, dass dann Lisa, sage ich mal, ist das jetzt noch Lisa? Oder ist da nicht der Spruch gerechtfertigt, kenne ich eine, kenne ich alle? Der Spruch ist gerechtfertigt, solange Lisa nicht gemerkt hat, nicht gelernt hat, also der Mensch, der sich darin inkarniert hat, nicht gelernt hat, das als stereotypes Verhalten, zum Beispiel auch der Augenaufschlag, diese Intelligenz, die Frauen da auch unbewusst immer gleich machen. Sie wissen die Tricks. Wenn sie nicht gelernt hat, darauf zu schauen und dann ihr Lustverhalten tatsächlich zu personalisieren. Und das nennt man, und das verdanke ich auch Wolfgang Gärtlichkeit, das geschieht durch das Bemühen, es zu individualisieren, das Geschlechterverhalten im Bett und so weiter, was da nicht so kommt und gurren und Küsschen und da und reiben und machen und tun, ne, das ganze Bettrepertoire durch Bemühung um Zärtlichkeit. Denn in der Zärtlichkeit meine ich den anderen Menschen. Je weniger ich mich dem Rausch überlasse und da bleibe und den anderen Menschen liebkosen, liebhaben möchte, desto mehr werden aus den archaischen Urelementen werden dann eben individualisierte Elemente, dann mache ich mir das, was in der Urzeit einmal als Kraftmatrix sozusagen, als Handlungsmatrix geschaffen worden ist, desto mehr wird das dann eben meine, desto mehr kooperiere ich mit dem Drachen. Und deshalb kommt auch das Tier im Mann raus. Es gibt das Tier im Mann. Und es gibt auch die Löwen in der Frau oder in der Mutter, besser gesagt. Es gibt aber auch die Zicke. Es gibt die Hintertreiberin, die Intrigantin, das gibt es als Gestalten. Und wenn wir nicht aufpassen, was wir nicht tun, weil das, was ich heute sage, nirgendwo geübt wird, nirgendwo. Außer vielleicht tun es die Menschen, die Wolfgang Gärtnicke gelesen haben oder von selber indirekt durch Rudolf Steiner irgendwie auf den Trichter gekommen sind. Die arbeiten hier und da mal so ein bisschen dran. Aber das grundlegende Bewusstsein, es ist jemand in mir, der erkennt sich durch Identifikation mit Werten, mit einem Streben. Ich bin hierher gekommen, weil ich eine Verantwortung empfinde, das alles neu zu machen. Und deshalb drängt es mich auch. Das gibt mir einen Ansporn. Und auf der anderen Seite eben die ganzen Gestalten, die eigene Stimmen haben, eigene Motive. Der Urmann, ja, der hat Karriere im Sinn. Oder besser gesagt, das sind dann Wandlungsformen schon. Ja, der möchte im Grunde seine Macht, der strebt nach Macht. Und er hat dann aber auch schon gelernt, sich so ein bisschen mit dem anderen Geschlecht, mit dem er eigentlich befeindet ist, mit dem Leben, mit den Hütern des Lebens, sich mit denen so ein bisschen zu arrangieren, weil er schon gelernt hat, mit welchen Signalen er sie im Grunde ruhig stellen kann. Und umgekehrt, was das Leben hier ist, das ist völlig anders, als wir glauben, also als es uns erzählt wird. Das sind Kasperle-Puppen, als solche wie bei den Tarotkarten, die nur ständig also sich ständig eine andere Maske aufsetzen. Und in einer Geschwindigkeit, dass wir das Ganze für einen individuellen Menschen halten.
Da zum Beispiel jemand hat seinen Großvater verabschiedet, habe ich neulich gehört, habe ich gesagt, na, wer war denn, erzähl doch mal von diesem Großvater. Und dann hieß es, ja, der war, den haben alle gerne gehabt, der hat ein super Gedächtnis und ja, und das war's dann eigentlich schon. Und dann kann man, weil das fällt den Menschen nicht auf, und dann kann man mal fragen, are you kidding me? Also willst du mich veräppeln? Das ist alles, was du von diesem Menschen weißt? Und damit gibst du dich zufrieden? Das macht wirklich, also eine Eigenschaften, die auf Millionen Menschen zutreffen, die machen deinen Großvater aus, das Individuum. Seht ihr? Und da werden ganz viele Menschen bitterböse aufschreien. Wer schreit auf? Der Kommandant schreit nicht auf, weil der das lernen möchte, was ich hier sage, weil der es braucht, weil der dürstet nach solchem Wissen, genau wie ich danach gedürstet habe. Aber die Gestalt, die sagt, die gehört nämlich zum Weiblichen, zum Wirpol. Hier bei uns, da hat man keine Identität, nichts Unverwechselbares. Hier an diesem Pol, darüber werde ich dann in diesem oder im nächsten Video spätestens erzählen, hier bei uns in diesem Pol, in der gesichtslosen Gemeinschaft, das war nämlich der andere Pol, das Kontemplative, das Umkreisbewusstsein, in dem wir mal ganz einseitig waren, der sagt, hier darf man das nicht haben, irgendwas Individualisiertes, sondern eben Urelemente. Er hatte ein gutes Gedächtnis und war stattlich gebaut. Also Dinge, die auf viele zutreffen. Das war dann die Identität, also eigentlich ja die Nicht-Identität, versteht ihr? Das ist tricky, das sind die Urelemente, mit denen spielen zu lernen. Und das habe ich geübt und das versuche ich eben heute zumindest die Grundzüge zu vermitteln, weil wir dann eben sehr schnell auf den Trichter kommen, auch was zu tun ist. Wenn das Haus meiner Eltern wäre, ne, hier so, was passiert, wenn ich mir das nicht umbaue, wenn ich hinkomme? Oder mir am besten, ja, ganz neu, sag mal, es wirklich, wirklich umbaue, mir nicht zu eigen mache. Das ist ein Erlebnis, das haben wir alle schon mal haben können, wenn ihr darauf geachtet habt. Genauso wie mit den Klamotten, die ich mal ererbt habe. Ganz teure Sachen, und dachte ich, oh ja, super, jetzt trage ich die. Ich habe mich in meiner gesamten Persönlichkeit verändert. Weil damit, mit den Statussymbolen, mit Formen, die geschaffen worden sind, auch mit dem, was in den Menschen, die sie mit ihrem Geist, sag ich mal, oder ihrer Seele durchdrängt haben, da haften Einflüsse daran. Das heißt, du wirst in dem Moment übernommen vom Haus. Und das kann man immer feststellen, dass Menschen sich, wenn sie in eine andere Statusposition rutschen, wenn sie nicht aufpassen, ja, wie ist das denn? Dann sagen wir, wenn er Glück gehabt hat, ja, er ist Mensch geblieben. Aber ansonsten sagen wir, es ist ein Geldsack wie alle anderen auch. Und da sind Geheimnisse mit drin. Ja, ich bin einer geworden, der ich nie werden wollte, weil es Kräfte in der Welt gibt und an mir dran, zum Beispiel den Urmann und viele andere, den Gewandten, den Diplomaten, den König, den Narren und so weiter. Ihr kennt das Kasperle-Theater, auch dem Teufel, der Priester, der Belehrende und so weiter. Das sind alles Gestalten, die sind geschaffen worden. Und heute leben wir aber in einer Zeit, wo die nicht mehr gebunden sind. Also früher war das, habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt, ich hoffe es kam an, vielleicht heute nochmal mit einem neuen Sinn. Wir lebten so wie du, sag ich mal, irgendwie da in CERN hast du diese starken Magneten, damit diese Teilchen da irgendwie genau in der Mitte gehalten werden. Also unendliche Kräfte müssen aufgeboten werden, damit die nicht irgendwie abhauen. Oder damit die nicht gar irgendwo in die Wand schlagen und da vielleicht noch so ein schwarzes Loch verursachen. Also man spielt ja da mit ganz großen Kräften, ne? So, und so waren früher auch mit ganz starken Magneten Gesetze genannt und uralte Sitten und Gebräuche, wo unbarmherzig geahndet worden sind, Hände abgehackt und all diese Zunge abschneiden. Die Grausamkeit verstehen wir nur, wenn wir wissen, dass das eigenständige Gestalten sind. Also da haben wir heute meinetwegen den Werwolf als Bild. Dann kommt der Mond und dann verändert sich der ganze Mensch.
Heute ist es natürlich nicht mehr so stark wahrnehmbar, aber in der Vergangenheit war das so und ist heute, wenn du auf das Verhalten achtest und wenn du das nicht immer gleich mit glatt bügelst, mit jetzt hat meine Liebste halt ihren Anfall gehabt, aber das war immer noch die Liebste. Wenn du das mal wagst, anders zu denken, dann kannst du sehen, nee, jetzt kam da eine ganz andere Gestalt raus. Und dann weißt du auch durch die multiplen Persönlichkeiten, das sind Realitäten. Und die waren früher in den Gesellschaften eisern gebannt. So. Also durch Gesetze, durch Magie, durch etwas, was auch von diesen Kirchtürmen hier zum Beispiel ausging. Ja, durch den Glockenklang, der sich dann durch die Fenster in einer bestimmten Art und Weise über die Gemeinde verbreitet hat und in ganz Europa bei flächendeckend mit Glocken übersät. Was meinst du, was Glocken machen? Die stimmen. Sie werden gestimmt, die Glocken, und dann haben sie den richtigen Ton und dann stimmen sie die Menschen. Ja, sie stimmen sie auf eine ganz bestimmte Frequenz ein, würden wir heute sagen. So, und jetzt sind diese ganzen Avatar-Bestandteile, die ganzen Persönlichkeiten, die sind jetzt im Zeitalter der Freiheit frei geworden. Und deshalb tanzen die Puppen. Deshalb streiten wir uns. Aber wer streitet sich? Wenn ich zu jemandem sage, nehme, ich habe dir die Frage gestellt mit der Flüchtlingskrise, wer hat denn da eigentlich agiert? Es gibt den Urvertreter vom grenzziehenden Pol, da der Phallus, das eine, da steht man für das eine ein, und es gibt eben den Vertreter vom anderen Pol, wo jeder für jeden da ist und auf das Eigensein verzichtet. Diese Gestalten, die auch in uns leben und normalerweise bei richtiger Erziehung und richtigen Möglichkeiten, die man geboten werden, verwandeln die sich dann, reifen zu dem, was in der Geschichte ja schon geschaffen worden ist. Reifen wandeln sich zu höheren Frequenzen sozusagen. Es wird durch bestimmte Worte, durch Klänge, weil wir alle nicht gereift sind, werden durch Urmotive, wird zum Beispiel in der Flüchtlingskrise das Motiv hingestellt, wir müssen die alle ausschließen. Und da reagiert reflexhaft dann eben der entsprechende Gegenpart, der halt dann auch im Laufe der Evolution geschaffen worden ist, plus und minus war immer da, der reagiert halt dann eben, nein, das geht nicht. Das ist gemein. Weil es niemand mehr da ist, der zwischen den beiden vermittelt, der eine Gesellschaftsordnung herstellt, in der beide zufrieden sind. Ungefähr klar. Und so kämpfen eigentlich nicht wir als Kommandanten miteinander, sondern es sind die Urprinzipien, die unser gesamtes Verhalten und Denken eben übernehmen. Und deshalb ist auch die Gedankenkontrollübung so entsetzlich wichtig. Ich gehe mal hier ein bisschen mit euch mit. Habe ich gerade schon gefilmt, aber ich hoffe, es wird jetzt aufgenommen. Hier die Kirche. Die übernehmen, die streiten sich. Zum Beispiel erzählt Rudolf Steiner, also wir erzählt jetzt das Beispiel einer Frau, irgendwie eine, vielleicht habe ich das schon mal erwähnt, ist egal, mache ich nochmal. Also eine Geselligkeit. Und man geht abends auseinander, das war zu der Zeit, als in den Städten noch die Kutschen fuhren. Und die Frau, die sagt, okay, tschüss dann und geht dann rüber, dann auf der Straße ist, fährt aber eine Kutsche lang, so wie hier auf der Straße jetzt. Und sie geht irgendwie nicht einfach aus dem Weg, sondern läuft vor der Kutsche her. Und irgendwie, der Kutscher kann irgendwie auch nicht bremsen und sie läuft und läuft, Hilfe, Hilfe und so. Und dann kommt sie auf eine Brücke und irgendwie, alle wundern sich und irgendwie am Ende landet sie im Wasser. Und dann wird sie aus dem Wasser gerettet und dann ist sie natürlich völlig durchnässt, es ist Winter und dann, ja, was soll man tun? Und dann wird sie in das Haus zurückgebracht, wo die Geselligkeit war. Und wo der Hausherr ist und dessen Gemahlin aber gerade irgendwie verreist ist. Und dann sagt Rudolf Steiner, das glauben wir zwar nicht, aber es gibt ein Unterbewusstsein, das
in dem Fall die Situation so clever durchschaut, dass es für alles sorgt und den Körper steuert. Das ist wichtig. Es übernimmt komplett, da wo wir denken, ich handle jetzt, ist es aber eigentlich jemand ganz anderes, eine Urweisheit, eine ganz große Schlauheit, die die Umstände alles überblickt und weiß, was zu tun ist, an welchen Fäden zu ziehen ist, damit eben man dann zum Techtelmechtel mit dem Hausherrn möglicherweise kommt. Denn das war das Motiv für die ganze Scharade. Das ist dem Menschen natürlich nicht bewusst. Und deshalb ist es so unendlich wichtig, dass wir uns unserem eigenen Handeln gegenüberstellen. Unseren Empfindungen, der Sympathie, der Antipathie, den Gedanken, die uns kommen. Dass wir uns denen gegenüberstellen. Das können wir aber nur tun, wenn wir das aus einem eigenen Bewusstsein heraus tun. Also wenn ich weiß, wozu ich hier bin. Wenn das einmal erklungen ist, das Motiv. Ich bin ein Kind des deutschen Geistes. Ich bin auf einer Mission hier. Wenn ich durch Rudolf Steiner meinetwegen die Motive bekommen habe oder durch mich, das irgendwie fassen zu können, viele Leben und Atlantis und das, wohin die Menschheit will. Also das, wenn ich wieder in der heutigen Zeit, wenn ich irgendwie Worte finde, Bilder finde, um zu sagen, es soll irgendwie so gelungen sein, irgendwie so glücklich und irgendwie auf der einen Seite frei und dann gleich und dann brüderlich, seht ihr. Und da sind wir nämlich dann gelandet bei den Idealen der Französischen Revolution, von denen Rudolf Steiner sagt, das ist etwas, was in die Welt drängt. Also das hat sich nicht irgendjemand ausgedacht, weil seine Synapsen in irgendeiner bestimmten Weise gefeuert haben, sondern das ist etwas, was hier in diese irdische Welt, in die Bewusstseine, die wir hier haben, hinein will, neu hinein will. Die Welt soll ja neu werden. Nur kamen diese Ideale zu früh und kamen eben halt in einen Zustand hinein, wo man sie noch nicht greifen konnte und hat dann eben gemeint, naja, okay, also wir sind alle gleich, ja, aber sind aber auch frei, ja, und dann auch brüderlich, also hat alles in den Topf gemengt und daraus ist ein wahnsinniges Kuddelmuddel entstanden mit äußerst blutigen Zeiten. Wir wollen über die soziale Dreigliederung reden. Aber es ist die Frage, also nicht heute, aber es ist die Frage, wenn ich über sowas nachdenke, die Freiheit, die Gleichheit, die Brüderlichkeit, wie soll es hier geordnet sein? Ist mir wichtig, ist wichtig zu wissen erstmal, aus welchem Bewusstsein heraus tue ich das? Ich muss ein Bewusstsein in mir tragen, das zentrale Bewusstsein. Ich bin nur hier, weil ich Verantwortung empfinde für diese Welt. Das heißt, ich habe weder die Lust nach Freiheit, das ist nicht mein mich leitendes Prinzip. Ich kann mich auf die Seite stellen. Ich kann sagen, oh, Freiheit ist wichtig. So, ich will aber, dann sage ich mal, mich aber auch in die Sippschaft, so da, wo wir handeln, Handel treiben, wo es um Bedürfnisse geht und so weiter in der Wirtschaft, auf diesem Pol kann ich mich auch stellen, wo es ja ganz anders zugeht als eben halt in der Studierstube. Ne? Da unten die Familienparty und so, es geht jetzt ehrlich zu, habe ich schon erwähnt, das Bild. So, also der Freiheitspol, unabhängig sein und niemand schreibt mir was vor und auf der anderen Seite die Abhängigkeiten und Verabredungen, Tauschwirtschaft. So, das ist ein ganz anderes Element. Also weder bin ich dort verhaftet, noch bin ich dort verhaftet, sondern in einer Mitte. In einer Mitte, die nichts weiter will, als dass diese Extreme des Lebens, die man verstehen kann, jetzt ins rechte Spiel kommen. Ins rechte Fluktuieren, ins rechte einen Organismus bilden. Das ist mein Bestreben. Ich muss also an mir wissen, denjenigen an mir sehen, der zum Beispiel beim Liebemachen als Mann, der da zum Beispiel jetzt also ganz einseitig halt zum Karnickel wird, der jetzt hier die Frau anfängt zu würgen, Macht auszuüben, was hier heute als Kunst irgendwie zelebriert wird, ne? So Sadomaso und diese ganzen Geschichten. Deshalb denken sich die Menschen nichts mehr dabei. Dass ich den in mir als Gestalt erkenne, sage, ach, der hat was mit der Freiheit zu tun. Ah, den kann ich jetzt zum eigenen Leib erleben. Und dann kenne ich auch den anderen, den Lustknaben, der sich so allem hingibt, ne? So im Gruppensex und jeder mit jedem. Dann kann ich den an mir erleben und kann sagen, ach so, da geht es darum, einer von allen zu werden. Das ist so der andere Pol. Ah, aber das Bewusstsein, das das Ganze beurteilt, ist ein für sich zu erweckendes. Und dieses Bewusstsein, damit komme ich zu dem, ja, noch einen ungefährlichen Zwischenschritt, ungefährlichen Anführungszeichen. Wir können an uns selber
wenn wir uns so wirklich als der Forscher und dem Ganzen uns selber gegenüberstellen, was in den Kopf schießt, was da an Blut da in den Unterleib schießt, wenn da halt irgendwie dann da, sag ich mal, die Miezi da herläuft, ne? Die Miezen, die Hotte, die heißen Geräte, die da so gestylt sind, wo man ja nichts weiter tut, als eigentlich auf halt wie beim Kindchenschema oder so, eben halt auf gewisse Reize, auf gewisse Stimuli, also wie der Frosch auf die Fliege einfach zu reagieren. Mehr passiert ja nicht. Aber inklusive halt der Übernahme durch die Hormone, dass man dann eben halt ja dem dann irgendwie hinterherlaufen muss. Wenn ich das an mir einmal bemerkt habe und dann öfters, dass das nicht ich bin, wenn ich gelernt habe, das zu unterscheiden. All das, was ohne meine Beurteilung daherkommt und anfängt zu handeln, will ich das denn? Was ist denn mein Ziel im Bewusstsein meiner Verantwortung vor Gott und den Menschen? Wenn ich das gelernt habe, dann ist es nämlich sehr interessant festzustellen, dass dieser Körper also mit Erdleib und so weiter, dass der nämlich zwei Möglichkeiten hat. Der hat auf der einen Seite, da habe ich heute ein schönes Gespräch gehabt, hat er eben, haben wir da, wenn wir den Körper von außerhalb studieren, so wie den dreigliedrigen Menschen, da hat der Körper da eben ein sogenanntes zentrales Nervensystem. Das passt dem Patriarchen so, da gibt es oben einen Chef und der dann, also die Nervenleitungen so, die senden Informationen dahin und dann entscheidet der, was damit zu tun ist. Das ist halt so das Hirndenken. Das andere, von dem anderen Denken wird nie geredet, dabei haben wir einen, der mindestens genauso, ich glaube zehnmal mehr Nervenzellen hat und das ist nämlich der sogenannte das periphere Nervensystem, was ich eben den unteren Menschen nenne. Und die Informationsgewinnung, diese ganzen Geflechten, das ist nicht langsam eine hierarchisch gestaffelte und immer kleiner werdende Hierarchie, die in eine Spitze ausläuft, sondern es geht in die Breite. Es ist ein Geflecht wie ein Sumpf auch durchaus. Und so wie der Sternenhimmel ausgebreitet ist, so ist über den ganzen Körper sind diese ganz speziell etwas anders gebauten Nervenzellen da und die gewinnen miteinander irgendwie auch Informationen, aber die sind ganz anders. Da gibt es keine zentrale beurteilende Instanz. Aber das ist dann die Stimme des Bauches. Oder, heute haben wir das eben sehr schön fassen können mit einem Menschen, der war Pilot und der macht auch eben halt Skisport und so weiter und hat da verschiedenste Erfahrungen mit diesem Umkreisbewusstsein auch. Worum es geht, haben wir heute nochmal fassen können. Nämlich in der Konzentration, wenn ich mich zusammenziehe, also wenn ich mich so mache, diese Geste, eben eine verhärtende Geste. Wir erkennen wieder den dreigliedrigen Menschen. Wenn ich mich zusammenziehe, das ist ein Vorgang, eine Tätigkeit, dann kann ich mich auf die Dinge konzentrieren, dann kann ich sie scharf ins Auge fassen, dann kann ich unterscheiden, dann kann ich eben mit dem räumlichen, zeitlichen Bewusstsein, kann ich dann einen Aspekt aus ihnen herausquetschen sozusagen, dann sagen, da ist das und da das und da das. Allerdings sagt er, wenn du zum Beispiel Pilot bist, was auch beim Autofahren das Gleiche ist. Da geht es ja gar nicht, dass du jetzt immer die ganzen Instrumententafeln irgendwie immer anschaust, der Reihe nach, bap, 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 immer abliest. Das würde dich ganz schnell in deiner Konzentration überfordern. Was macht man also? Man geht in den kontemplativen Zustand, der besonders dann erwacht, wenn man die Augen schließt. Interessant. Und eben die anderen, heute nicht mehr geförderten Sinne betätigt. Und dort entwickelst du eine Art Raumbewusstsein, und wir haben heute den Begriff dafür gefunden, nämlich ein Zustandsbewusstsein. Also du analysierst nicht, sondern du hast ein synthetisches, du machst die Synthese, aus dem heraus du irgendwie ein Grund, das ist im Grunde wie musikalisch, ein Grundsummen erfasst, ist alles so quasi im grünen Bereich. Du machst das klar, du guckst hier hin, da, machst einen Check und die ganzen Instrumente, sind sie eingestellt, du hörst hin, geht der Motor des Flugzeuges rund, fühlt sich gut an und so weiter. So, und wenn in diesem Zustand etwas sich verändert, es ist ein Veränderungsbewusstsein, also aus einer Gesamtheit gesprochen, wenn sich in den Spannungen, die man spürt und so weiter, wenn sich da eine Veränderung ergibt, die man erstmal nicht genau benennen kann, dann nimmst du wie aus dem Augenwinkel das wahr und irgendwo ganz ferne klingelt sowas, was wir Alarmglocke nennen. Es ist ein Zustandsbewusstsein. Und das ist der andere Mensch. Das ist der vegetative oder Bauchmensch oder Umkreismensch, den wir in der Kontemplation erreichen. Und in der Kontemplation, wo ich also etwas nicht genau fixiere, sondern eigentlich meine Augen
meine Augen so ein bisschen schweifen lasse, so rausnehme die Spannung. Und dann geht nämlich mein Bewusstsein ins Umfeld. Und das kann man trainieren. Die meisten Menschen versagen dabei heute vollkommen. Sie schlafen dann sogar ein. Aber die Krieger der alten Zeiten haben das geübt. Und das ist eben nachts, wenn die Gehöre und die Sinne sich schärfen. Und dann ist es nämlich nicht so, dass sie nur mehr wahrnehmen, sondern da, wo du Zentrum bist als der Wahrnehmende, bist du eigentlich, du bist im Umkreis. Und deshalb, das heißt, du bist dort, wo da hinten der Busch raschelt. Du dehnst dein Seelenwesen aus bis dahin, denn das haben wir eben auch. Es ist nicht nur so, hier ist die Zentrale, die Aufnehmende und die Sinne melden etwas hierher, sondern ich dehne meine Seele, sage ich mal, die Dehne oder Ätherleib, was auch immer das sei in dem Moment, da kann ich nicht unterscheiden, das dehnen wir ganz real aus. Und wir sind dann dort, wir sind die Dinge, wir tauchen ein in sie. Und deshalb kann man im japanischen Bogenschießen zum Beispiel, kann man eben auch blind schießen und die treffen hervorragend. Bei Nacht und Nebel. Das ist ein Umkreisbewusstsein. Und das nur noch mit ganz losen Fäden dann eben mit dem Zentrumsbewusstsein verbunden ist. Und das kann man dann eben auch wechseln, hin und her, pulsierend. Du siehst also, wir tragen zwei vollwertige Menschen an uns, die völlig anders mit den Dingen umgehen. Der eine konzentriert sich und wird synthetisch, analytisch. Und der andere, der lebt in den Dingen und hat ein Zustandsbewusstsein. Der beurteilt sie nicht in dem Sinne, sondern er hat ein Empfinden der Lage. Und was ich gesagt habe, ist etwas deutlich anderes, als nur zu sagen, wir müssen beide Gehirnhälften gebrauchen. Weil in der rechten, da passiert ja dann irgendwas. So, eher so, ne? Oder weiß nicht, die linke, ist auch egal. Wir brauchen die Sinne dazu. Deshalb brauchen wir auch Degümme dazu. Um dieses andere Bewusstsein zu haben, brauchen wir dringend die taktilen Sinne zum Beispiel. Die ganzen Myriaden Nervenzellen, die wir haben. Aber darüber hinaus eben die Möglichkeit, dass wir hier Zentrum bleiben und dann uns ins Umfeld, in den Umkreis eben ausdehnen. Das kann man üben. Das ist ein Übungspfad gewesen. Der aber nicht so leicht ist. Und ich denke, so Richtung Abrundung dessen, was ich heute gesagt habe. Also werde dir bewusst, dass in dir ständig der Autofahrer übernimmt. Das sind wie Programme, die wurden in der Vergangenheit geschaffen oder wurden auch jetzt hier nochmal mit neuen Inhalten bestückt, werden die halt dann geweckt. Jemand, der das handeln kann. Der Französischsprecher, wenn du darauf achtest, dann bemerkst du nicht nur den Rammler in dir, nicht nur das Schnattermaul und Klatschmaul in dir, das bei allen das gleiche ist. Das ist ein Stereotyp. Das ist wie eine Baukomponente, wie die Bremse, die Cantilever-Bremse am Mountainbike. Wenn du aufhörst, dich damit zu identifizieren, es sogar noch lieb zu haben, als etwas, was du bist. Ja, ich bin halt eben schnattrige Person. Sondern, dass sich auch beginnt zu ärgern, dass die anderen genau die gleichen Cantilever-Bremsen haben, dass sie auch die gleichen Brüste haben im Grunde, dass sie auch die gleichen Geräusche von sich geben, die gleichen, ne? So, das, was an uns eben gleich ist, Stereotyp. Oder meine anderen intellektuellen Buddies, dass die alle das gleiche Gehabe haben. Das ist ja gar nicht individuell. Wenn du lernst, dich darauf auf Abstand zu gehen, an dir selber. Wenn du dich davor auch befremden kannst, jetzt habe ich schon wieder irgendwie so ganz automatisch Dinge gemacht. Irgendwie, jetzt ist das Liebesspiel schon vorbei und ich habe wieder gerammelt und jetzt ist wieder... Und dann stellst du zum ersten Mal die Frage, wer spricht denn eigentlich? Wer bist du denn? Und dann erkennen wir immer schneller um uns herum die allermeisten Menschen sind Puppen. Mit einem rasenden Wechselspiel von Persönlichkeiten. Deshalb stellen sie auch keine Fragen und so weiter. So. Und um jetzt dieses Befremdungserlebnis auf die Spitze zu treiben, möchte ich dir noch eins erzählen. Das mache ich nach dem Stadtgang. Und vielleicht kriege ich da auch noch was zu trinken. Da dies ein Nachbau der Ordensburg ist,
der ehemaligen, spare ich mir da irgendwas drin finden zu wollen. Es wird halt ein Hof da sein, aber wir wissen, es ist alles halt Mummenschanz. Aber, und da muss ich natürlich den, schaut mal, hier noch eine schöne alte Dorf- oder Kleinstadtstruktur, wunderbar. In diesem kleinen Rastenburg, ehemals deutsch. Aber ich, wenn ich den Quellen glaube, dann war hier, wurden hier eben Kulturimpulse gesetzt durch damals eben jene, die sich dann im deutschen Ritterorden gefunden haben. Andere fanden sich vor allem bei den Templern. Viele Templer sind auch zu den deutschen Rittern gegangen. Teilweise gab es da auch Feindschaften. Das ist total interessant. Ja, also es wurden hier Kulturimpulse gesetzt vor sehr langer Zeit. Daraus ist das hier entstanden. Wer weiß, was vorher hier stand. Und heute ist es irgendwie so ein bisschen so Niemandsland. Touristisch, Masuren, weit, groß, einsam, aber eben mit der spontanen Reaktion, ja, hier gibt's ja nichts. So, ja, zumindest war hier mal was. Kulturbemühungen. Jetzt gehen wir noch zusammen auf den Marktplatz. Und ich habe das schon gesagt, aber ich lade eben auch heute die nicht inkarnierten Geistgeschwister ein, insofern sie Interesse an diesen Orten haben. Begeht ihn mit mir jetzt als Person, der hier ist, als Zeuge. Und sprecht mit uns, sprecht mit euren heute hier lebenden, inkarnierten, irdischen Verwandten. Gebt ihnen Impulse, dass ihr ins Gespräch kommt. Das ist das Anliegen, dass wir gemeinsam auflösen können, was aufzulösen ist, und in die Zukunft gehen können. Ja, wir haben das schon mal gesehen. Erinnert ihr euch? Heute ein wunderbarer Standort. Für den neuen Gott. In Sandomir, das muss ich selber kurz suchen, das Wort, haben wir auch noch diese alte Bebauung um ein Zentrum herum. Eben das Rathaus hatte eine große Bedeutung. Also man versammelte sich um den Rat, blickte morgens aus den Fenstern und war eben so halt, hatte das Leben auch einen Mittelpunkt. Tja, heute gibt es dann Alkohol, Sviata oder was? Alles sehr heruntergekommen, ist halt auch nur noch eine hübsche Kulisse. Ich krieg auch ein Hüngerchen. Wir haben ja schon irgendwie, weiß nicht, 4 Uhr nachmittags. Am 6. September 2022. Pizza! Ich möchte es immer nicht zu lang machen, aber ich habe mir gerade Zeit gelassen, weil es ein zentraler Gedanke ist, sich auf Abstand zu bringen zu dem, was man an sich trägt. 2% bist du, das vielleicht schon neue Bewusstsein, und der Rest sind Persönlichkeiten, die eigenständig agieren, ohne dass du es mitbekommst. Und das ist ja letzter Satz dazu, bevor wir noch zu den anderen Themen kurz kommen, die im Zusammenhang stehen auch mit den Verstorbenen. Das ist ja eben das Besondere bei den multiplen Persönlichkeiten, dass wenn so etwas geschieht, dass die Originalpersönlichkeit, die eigentliche Persönlichkeit, die bekommt das nicht mit. Die hat nämlich in den Zeiten einen Blackout, in denen die anderen operieren. Da aber die Menschen, das könnte man aber ganz leicht, oder kann man relativ leicht dadurch beheben, dass der Mensch anfängt, ein Tagebuch zu führen.
Und dann würdest du zum Beispiel andere Handschriften feststellen. Ja. So wird das gemacht. Und deshalb ist Tagebuchschreiben so entsetzlich wichtig. Sich Rechenschaft geben, was habe ich denn getan? So. Und zum Beispiel, wenn man, dass man merkt, man hat da eben ja Muster und handelt da irgendwie so auf eine bestimmte Art und Weise und sich mal überlegt, kann ich da nicht origineller irgendwie sein? Und was will ich eigentlich? Was treibt mich denn eigentlich immer irgendwie danach auf die Jagd nach Frauen oder nach Geld oder nach dem? Dass man mal die Motive erforscht, weil dann werden die Gestalten sichtbar. Und dann treten die auch erstmal in den Hintergrund. So. Wahrscheinlich werde ich noch dazu ein eigenes Video machen oder es zumindest nochmal aufgreifen. Ich laufe mal hinter zu dem, dass irgendwie so ein Tal da eine Soldatin kommt. Das ist irgendwie lustig. Bei uns sieht man nie mehr Soldaten. Auch interessant. Damit hat das letzte Thema zu tun. Der ein oder andere hat ja wahrscheinlich meinen Impuls sich zu Herzen genommen und hat einfach mal hingetastet zu jenen Seelen, die damals in diesen Gebieten gefallen sind und nie beweint werden, sogar im Gegenteil, die bis heute sich einem denken, weil die Gedanken sind ja Realität, also und für die Verstorbenen, die Geist, die dann als Geistmenschen eben weiterleben, noch viel realer, also genauso real wie für mich hier diese Säule. Es tut wirklich weh, wenn man dann eben mit diesen Vorurteilen, die von hier ständig dann ihnen entgegenströmen, du Mörder, du Nazi, du, alles Verbrecher, das ist ein ganz, ist genauso schlimm, wie wenn wir in der Gemeinschaft sind und kollektiv verspottet werden, verhöhnt und so weiter. Das ist so, wie es für uns schmerzhaft ist, so ist es für sie noch sehr, sehr viel mehr. Der ein oder andere wird ja bestimmt mal das gewagt haben, jetzt zu denken, dass das hier eben nicht nur alles Teufel waren. Zumal, ich wiederhole es, man es des Christen auch unwürdig ist und definitiv der falsche Pfad, sich zum Richter aufzuschwingen. Und es ist ja ein Richtspruch, du bist böse und zwar der böseste von allen. Die anderen haben auch gemordet, aber du hast ganz böse gemordet. Böser, bösester und so. Schaut mal, hier ist ein, ich schalte mal kurz um. Lädt ein. Sehr hohe Bäume. Gehen wir mal auf die andere Seite. Und nun ist es aber so mit den Verstorbenen, soweit ich das begreife und verstehe, da gibt es einen Park, dann gehen wir einfach mal zum Park. Ich rede weiter. Also die freuen sich jetzt schon, das ist alles gut und richtig, aber warum ist es denn wichtig überhaupt noch außerdem, außer ihnen die Schmerzen des ungerechten Urteils zu ersparen? Warum ist es jetzt wichtig, mit ihnen Kontakt aufzunehmen? Rudolf Steiner, mal wieder, der Liebe, brachte auch diesen sehr ungewöhnlichen Gedanken in die Welt, dass er sagte, in der Gesellschaft, die wir zu gestalten haben, also die Zeit, wo wir es neu machen werden, was jetzt zu tun ist, werden wir nicht ohne Hilfe, aktive Hilfe der Jenseitigen gestalten können. Also durch ein intensives Zwiegespräch mit jenen, die halt den Körper verlassen haben. Denn, und wahrscheinlich ist es dann wichtig, ein eigenes Thema zu machen, ein Video draus zu machen, nur um es hier schon mal angerissen zu haben, dann kann es wirken.
Denn Sie sind zum Beispiel, gerade wenn Sie in jungen Jahren, wenn jemand in jungen Jahren stirbt, dann steht ihm die hier nicht genutzte Lebenskraft dort zur Verfügung. Und dann hat man auf der anderen Seite, so schildert er es, hat man den Impuls, das einströmen zu lassen, so dass hier die Entwicklung gut werden kann. Man hat von der anderen Seite aus also eben nicht diesen zentrierten Ego, würde man sagen, Blickwinkel, also Persönlichkeitsblickwinkel, sondern einen durchaus anderen auf die Dinge. Und deshalb kann man auch aus der Überschau andere Impulse geben. Und das sind die Zukunftsimpulse inklusive Wissen, dass uns, wenn wir dann in rechte Verbindungen, wohlwollende, liebende Verbindungen gehen mit unseren Ahnen, sogenannten Ahnen, mit den Jenseitigen, dann können überhaupt erst jene Impulse in diese Welt kommen, die nötig sind, damit diese Welt weiter gestaltet werden kann. Weil wir werden aus uns heraus nicht auf die Gedanken kommen, nicht auf die nötigen guten Einfälle kommen, die eben nötig sind. Das hört man ja, eigentlich ist ja nichts Neues, hört man ja jeden Tag in der Tagesschau. Oder? Ich würde sagen, das ist ein Gedanke, der selbst den allermeisten Anthroposophen nicht bekannt sein dürfte. Ha, da lacht ein Kaffee. Zumindest ein Schild und ein Schirm. Aber ich rede weiter. Das ist eine Perle, die wollte ich unbedingt in die Welt bringen. Denn wenn du es wirklich dir zu Herzen nimmst, genau wie dieses, stell dich doch einfach mal diesen ganzen Gestalten gegenüber. Rechne mal damit, dass die den ganzen Tag machen, was sie wollen, und du denkst, das wärst du gewesen. Wenn du diesen Gedanken wirklich ernst nimmst, dann wird dir die Dimension auch klar des Verschweigens und Vergessenmachens jener Jahre hier, 1900, sagen wir mal 14, Erster Weltkrieg bis ja, 45 und so weiter. Also alles, was damals geschah, ist gebrandmarkt, ist im Sumpf, lässt man es verrotten. Es ist mit Verleumdung, mit nicht überprüfbaren Verleumdungen, die du aber nicht hinterfragen darfst, ist das gebannt worden. Und damit unser Verhältnis zu den Verstorbenen. Und jetzt das Nächste. Bitte mitschreiben. Meine Zeit läuft langsam ab auf der Reizthur. Die erste Vorstellung ist natürlich, ja, zum Beispiel mein lieber Großvater Edgar, den ich schon erwähnt habe, der ist nun gestorben. So. Aber nehmen wir mal seinen Urgroßvater. Also, oder sagen wir mal, seinen Vater irgendwie. Die Generation habe ich nicht mehr erlebt. Der Gedanke droht zu entfleuchten. Ich habe gesagt, wenn wir uns, weil wir dem Tabu folgen, uns nicht mit der Zeit beschäftigen, kommen wir nicht an die eigene Inkarnation heran. Also wer wir vorher in dem Leben waren. Jetzt ist es aber schon so, ich beweine jemanden, meinetwegen meinen Großvater oder den Urgroßvater, beweine ich. Und derjenige ist schon längst wieder inkarniert. Was ist denn das für ein Verwirrspiel? Also wenn ich natürlich erstmal um diese Dinge weiß, dass es das gibt, Inkarnation, dass es das gibt, dass sich Leute ganz schnell wieder verkörpern. Also der Kumpel neben mir, das könnte im Grunde der sein, den ich da gerade am Grabe beweine. Das wird doch irgendwie sehr verwirrend, oder? Aber genau diese Verwirrung brauchen wir, das ist das innerliche in Bewegung kommen, das ja weibliche in Bewegung kommen, das brauchen wir heute in der Gedankenwelt, um zu verstehen, es geht nicht um das individuelle Leben, um den individuellen Großvater, den ich jetzt beweine, von dem man ja in der aller Regel auch nur zu sagen weiß, er hat ein gutes Gedächtnis, zu sagen, es sah gut aus, ne, was ich vorhin meinte. Es geht einfach darum, dass wir die Gestalt der Individualität, die ja von Leben zu Leben geht.
die schon neben mir sitzt, neu verkörpert zum Beispiel, dass wir dieses Leben mit seinen Bildern, mit seinen Motiven, dass wir das erlösen, dass wir das ins Herz schließen, sagen, ja, das ist gut und es durfte sein. Das ist der Sinn eben des sich Erinnerns an die Verstorbenen. Deshalb muss das Andenken auch möglichst lebendig sein. Es genügt eben nicht nur da zwei, drei Dinge, Stereotypen wissen zu können, sondern irgendwie sich schon irgendwie möglichst liebevoll mit diesen Menschen verbunden zu haben. Denn wenn jetzt der neben mir sitzt, wenn das da mein Urgroßvater war, nur dann, wenn irgendjemand diese Bilder, die Bilder dieses Lebens, das der vorher gelebt hat, aufnimmt und bejaht und sagt, das war, ich bin einverstanden. Da sind auch Dinge vorgekommen, die würde ich heute anders machen, aber aufgrund der Zeitumstände und so weiter, kann ich einfach voll mitgehen, dass ein Leben halt so war, wie es war. Und nur, wenn Menschen das jetzt tun, es geht also nicht darum, jetzt irgendwie den Ahn, weil die kommen ja alle ständig wieder, also den Ahn zu beweinen, das ist allzu persönlich gemeint. Es geht einfach den Großvater, die Bilder dieser Inkarnation, die anzunehmen, weil sonst kommt nämlich der Freund, der da jetzt hier wieder auf der Erde ist, der kommt da nicht weiter, weil es war ja letztlich im Grunde sein Leben, seine innere Bildwelt, die zu all der großen Bilderwelt, all der Inkarnationen gehört, die wir schon gehabt haben. Also wenn hier diese Bilder als etwas so wie mit so einem Stempel, so Ausschuss oder falsch oder so, wenn die hier gebrandmarkt werden, dann bleiben die wie gebannt in dieser Dimension. Und können nicht erlöst werden, können nicht Teil seiner Identität werden. Das heißt, er bleibt im Grunde Gaga, der Kommandant kann sich nicht inkarnieren, weil er nicht vollständig ist. Und in dieser Welt bleibt im Grunde ständig ein Stolperstein bestehen. Und deshalb muss man sehr aufpassen, sage ich mal ganz gelinde gesagt, mit all diesen Mahnmalen, alles was da rumsteht, auch mit, dass man diesen komischen Führerbunker da lässt, auch mit den ganzen einseitigen Geschichten. Und dass man eben halt eine Geistesart fördert, die einem nicht erlaubt, zum Beispiel sich mit einem Adolf Hitler auch in einer solch verständigen Art und Weise auseinanderzusetzen, weil man halt ihn eben dämonisiert, wie man es in der alten Welt getan hat. Wo es noch erlaubt war zu richten, was heute nicht mehr der Fall ist, sodass, sag ich mal, diese Bilder, dass auch diese Inkarnation dieses Menschen, vielleicht war es ja auch nur ein Asura, ich weiß nicht genau oder so, auch dieses Menschen auch erlöst werden kann. Wir schaffen uns lauter unerlöste Gestalten in dieser Welt, die uns letztlich das Leben verunmöglichen, indem wir keinen Frieden schließen durch liebevolle Zuwendung zu dem, wie es nun mal war, im Leben der Individualität so und so, die das Leben halt nun mal unser Urgroßvater oder wie auch immer geführt hat, indem wir das einfach anschauen und dadurch erlösen. Darum geht es eigentlich bei dem Hingehen in die Sümpfe und das Anschauen, auch in die Sümpfe in uns. Ungefähr klar das Motiv? Da muss man halt ein bisschen größer denken, dass der neben mir könnte der Urgroßvater sein. Oder der da drüben, der jetzt auf der polnischen Seite steht oder auf der Seite meines heutigen Feindes zum Beispiel, ja, das war im letzten Leben, in meinem vorletzten Leben war das meine geliebte Frau. Ja, so verrückt spielt das Leben, seht ihr? Und das ist eben das andere Bewusstsein. Auf der anderen Seite wissen wir das und erleben wir in diesem Umkreisbewusstsein, wo man die Parallele findet in diesem Leben zum Umkreis oder zum kontemplativen Bewusstsein, zum sympathischen Nerven, parasympathischen Nerven, sympathischen und parasympathischen, ja, glaube ich, zentralen und dezentralen Nervensystem eben. Ne? Da sind die Spuren dieser Welten zu finden, nur auf ganz andere Art. Das sind die Bewusstseinszustände und die Verstorbenen sind in diesem anderen Bewusstseinszustand vornehmlich. Und die haben diese Blockade nicht, dass sie zwischen Freund und Feind unterscheiden. Das machen wir hier. Es ist also richtig, auf der einen Seite zu sagen, gut, in diesem Leben muss ich Position beziehen, was ich jetzt schon mal gesagt habe, und sagen, die innere Kindlehre, so wie sie in der Welt ist, die führt uns, dass wir unseres beweinen, statt die Kinder da draußen, sie nicht nur zu beweinen, sondern auch dann hingehen und sie beschützen, eine neue Wirtschafts- und Rechtsordnung schaffen und dann eben aktiv werden. So, das ist der eine Pol, da kann ich in Konfrontation gehen, aber ich kann auf der anderen Seite auch auf die Schlachtfelder dieser Welt gehen und kann um alle weinen und da eben habe ich diesen Verständnispol in mir, diesen mütterlichen Pol. Und wenn ich ihn nicht immer ganz finde, dann helfen mir halt die Frauenmenschen, sofern sie ihn entwickelt haben. So, und dann sind wir in einem Schwingen schon zwischen Welten, zwischen zwei Arten, die Dinge grundlegend zu betrachten. Aber wichtig ist erstmal als Anfang, deshalb sind wir in Polen, dass wir einfach auf die ganzen Rivalitäten blicken und auch begreifen,
Es ist, wenn dann irgendwie polnische Nationalhelden gefeiert werden. Ist das genau das, was verhindert wird? Oder deutsche Kriegshelden oder Gefallene? Und die dann deutsch sind, ja. Das war nur mein Urgroßvater. Diese ganzen Festschreibungen. Ja, der sitzt schon längst wieder da, mein Urgroßvater. Und das ist mein bester Kumpel. Ja, wo ist denn da mein Urgroßvater? Ja, so. Und der Pole, ja, das ist, da bin ich ja nachts sowieso dann auch bei dem Polen da drüben, so. Also da verschwimmt in dieser anderen Sphäre, verschwimmt mein und dein, was hier eben berechtigt ist. Das verschwimmt eben in der anderen Welt, aber auch in der Nacht, wenn wir draußen sind, dann ist das nicht gegeben. Deshalb sollten wir auch hier eine Welt so gestalten, dass dieses Prinzip mein, dein nicht immer einseitig gefördert wird. Ungefähr klar. So, und jetzt komme ich dann zum Abschluss. Und das ist jetzt... Ich hoffe, es ist für dich spannend und du machst mit. Ich kann es nicht mehr tun, als mit den immer kürzer werdenden Tagen daraus das Beste zu machen. Ich gehe nochmal in die Sonne hoch. Aber lass dich kurz da. Ein Schnitt weniger am Videoprogramm. Hol mal meine Wasserflasche raus. Seht ihr, trinken muss ich eben auch. Bin auch ein bedürftiger Mensch, den es total ärgert, dass es jetzt Anfang September so kalt ist im Nachts, wie eigentlich es im November normalerweise ist, aber das kriegen die allermeisten Menschen ja auch nicht mit oder ist ihnen auch wurscht oder sie zucken die Achseln, ist halt so, war schon immer so, ja. Das ultimative Erweckungserlebnis, vielleicht ist das das bessere Wort, nicht Aufwachen, sondern Erweckung, weil Aufwachen ist der eine Pol. Der Männliche, der reißt die Augen auf und der andere macht die Augen zu und dadurch werden die Umkreissinne scharf. Ist doch interessant. Also, das Erweckungserlebnis, das Ultimative ist vielleicht folgendes Szenario. Ich frage dich doch mal selber, jetzt in diesem Moment, bezogen, sagen wir mal, auf wie viele Menschen gibt es auf der Welt? Jetzt wird wahrscheinlich ganz spontan, reflexhaft irgendeine Zahl kommen, die man dir gesagt hat. Du glaubst diese Zahl, weil du denen vertraust, die sie dir gesagt haben. Aber du müsstest dir eingestehen, wissen kannst du es nicht, richtig? Wie viele Menschen sterben täglich an Herzversagen. Du musst vertrauen, du weißt es nicht. Der Größte, also das ist genauso wie du nur 2% von dem bist, genauso entzieht sich der größte Teil dieser Welt deiner und meiner Wahrnehmung. Da können wir sagen, du, jetzt hier ein paar Straßenzüge, das weiß ich, da drüben wohnt mein Nachbar, der erzählt mir, dem vertraue ich, der erzählt mir vielleicht, was da drüben passiert war, aber dein Radius ist ja auch begrenzt, auch wenn du ein Handy hast und da irgendwelche von irgendwie Meldungen kommen, ich meine, das meiste ist ja sowieso Schnullikram und dann so. Wir wissen es einfach nicht. Aber du glaubst, mal in dir wirklich prüfen, da ist jemand da, irgendwie ist so ganz tief verankert zum Glaube, es aber zu wissen. Zum Beispiel, wie das war im Zweiten Weltkrieg. Oder, ganz aktuelles Beispiel, ich habe mit der Barbara gesprochen, sie ist ja hier in Polen und sie sagt, betreibt das Camping und hat gesagt, naja, ich meine, es ist schon irgendwie schwerer geworden, weil jetzt durch Corona, also wir haben darüber gesprochen, sind die Leute, also wie die sich so verhalten und so und sagt, ja, mit der Ukraine-Krise jetzt und dann sagt sie noch, letztes Jahr auch viel weniger aus Deutschland, war so gut wie niemand da, sag ich, ja, haben die Angst, ja, halt wegen Bomben und so, sag ich, ja, wieso fallen hier Bomben? Nee, eigentlich nicht. Ach so, eigentlich nicht. Und sag ich, ja, was kriegst du mit von dem Krieg? Ja, eigentlich nichts. Mhm. Und da habe ich ihr das halt auch mal erzählt, mal, ich wusste jetzt nicht, wie sie darauf reagiert, sagen, das ist schon eigenartig. Ich meine, man würde ja eigentlich von einer Weltmacht erwarten, wie der Sowjetunion ein riesiges Reich, dass sie, sage ich mal, zumal sie zuerst im Zuge waren, dass sie, sage ich mal, dieses kleine Land Ukraine, das keine besonders große Armee hat, sage ich mal, innerhalb einer oder zwei Wochen im Sack hat. Das würde man doch eigentlich erwarten von einem ordentlichen Militärfeldzug, oder? Und warum dauert das Ganze jetzt aber schon 5 Monate? Da geht doch irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Warum gibt es dann irgendwie, warum kommen die Menschen dann irgendwie geflüchtet? Das sind aber genau wie damals. Also wenn man wirklich Fragen stellt, dann kommt man ganz schnell auf unglaublich viele Ungereimtheiten. So.
Und dann habe ich gesagt, nee, man weiß ja noch nicht mal, ob da, und da kam dann gleich Szenenspiel, man weiß ja noch nicht mal, ob da drüben wirklich ein Kriegsschauplatz ist oder ob das nicht einfach, was gibt ja auch Filmaufnahmen, wo Leute da durchsehen, gesagt haben, schau mal, das sind hier richtige wie Settings, wie beim Fernsehstudio. Hier wird wie im Studio gefilmt. Und das wissen wir ja auch durch RTL, das ist ja alles, also die meisten Menschen wissen es nicht, weil sie nie die Dinge hinterfragen, aber du wirst es vielleicht wissen, ich weiß es aus eigener Erfahrung, wurde oft genug gelinkt und war Filmaufnahmen genügend oft im Fernsehen gewesen. Oder in irgendwelchen Videodokumentationen. Und da weiß ich halt, wie das läuft. Das wird alles abgesprochen und das wird alles gestaged. So. Und jetzt haben wir aber einmal, nachdem tausendmal betrogen worden ist, jetzt wissen wir aber, jetzt ist irgendwie dort wirklich live Berichterstattung und dann haben wir aber komischerweise wieder widersprechende Quellen. Okay, das ist aber nur der Anfang. Pass auf. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist es schon sehr eigenartig. Ich meine, man glaubt ja eigentlich zu wissen, moderne Armee, sage ich dann, vielleicht haben die Russen überhaupt keine Panzer mehr. Vielleicht stimmt das ja gar nicht mit dem Weltreich Russland. Und die haben natürlich, nimmt man ja an, da eben eine riesige Flotte an Kampfgerät da. Und natürlich bis an die Zähne bewaffnete, bestens ausgerüstete Spetsnaz oder sonst was für Soldaten. Ein Millionenheer. Ja, wenn die da mal rüberkommen, wie damals die Rote Armee, dann müsste eigentlich doch mal ganz schnell Schicht im Schacht sein. Ist ja nicht. Na, vielleicht gibt's ja in der Sowjetunion keine Soldaten mehr. Oder nur noch ganz wenige. Weißt du's? Ja, ich nicht. Oder wie ist es in der Bundesrepublik? Da habe ich dann vor ein paar Jahren gelesen, das wissen wir auch alle von der Leyen und so weiter, sagt uns das ja auch, die ganzen Panzer und alles schrottet vor sich hin, die Flugzeuge, die haben ständig technische Mängel und kommen gar nicht mehr vom Boden, weil Ersatzteile fehlen, es fehlt Geld überall. Und, ja, wenn wir in den Krieg ziehen wollten und Munition bräuchten, müssten wir die NATO fragen. Wir haben ja gar keine eigene Munition. Ja, so sieht es aus. Wie viele Soldaten es gibt, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich nur noch 20.000, wenn überhaupt. Und das heißt, es ist so, und da kam sie ins Spiel, sie sagt, ja, das ist interessant, weil es ist tatsächlich so, hier in der Gegend gibt es überall Kasernen. Aber wenn du hingehst, dann robben halt ein paar Leute rum und die fahren irgendwie Kriegsgerät, Lastwagen. Die sind mindestens 30 Jahre alt. Und dann langsam denkt man sich schon, man denkt doch, da ist irgendwie eine glorreiche Armee und irgendwie bestens ausgestattet, weil ich meine, der Steuerzahler, da geht doch auch Geld hin und du siehst dann aber irgendwie nichts mit modernen. So, und dann sind wir, meine Lieben, dann sind wir natürlich bei den ganzen anderen, die viele Menschen nicht hören wollen, die Geschichten, es sei denn, wir nehmen sie mal als Geschichten, nämlich, da behauptet jemand, eine Organisation, die kennt ihr alle, wir sind zu einem Planeten geflogen, den kennt ihr auch alle. Und weil sie das behauptet hat, sagt sie, ja, und jetzt, um weiter dahin zu fliegen und auf die benachbarten Planeten, brauchen wir jährlich irgendwie, sagen wir mal, 100 Milliarden Dollar. Ist doch nicht zu viel verlangt, 100 Milliarden. Oder sagen wir 50. Wir sind ja so. Und weil alle Leute das total geil finden, weil die zu diesem Planeten da fliegen, wo sie nie waren, deshalb ist man dann bereit, denen eben halt dann das immense Geld zu geben, für das sie überhaupt keine Rechenschaft ablegen müssen, mit dem sie machen können, was sie wollen. Und nur ab und zu machen sie halt ein bisschen Show, dann machen sie halt ein bisschen so einen gestagten Auftritt. Dann sieht es so aus, als würden sie mal wieder zu dem Erdtrabanten namens Mond fliegen oder so. Und dann graben mal Leute und dann stellt sich raus, das ist alles irgendwie eine sehr hauchdünne Story. Es ging ihnen quasi nur um die Kohle. Also den Leuten eine Geschichte zu erzählen, all den Leuten, die ihre Fabeln und ihre alten Legenden nicht mehr kennen, den nämlich, so, und dann können sie dann eben mit dem Geld machen, weil die Leute das Geschichtlein geglaubt haben, können sie mit dem Geld machen, was sie wollen. Es ist im Grunde ein cleverer Business-Trick. So, und wenn man das mal begreift, was es heißt, wenn Rudolf Steiner davon spricht, weil wir die Identität verloren haben in diesem Zeitalter der Bewusstseinsseele, weil wir zu physisch geworden sind, weil wir uns mit dem Physischen identifizieren, deshalb sind wir im Grunde auch total gaga. Wir sind abgeschnitten von einer anderen Welt und in dieser Welt leben die Geschichten. Weil wir die Geschichten nicht mehr glauben oder andere, sage ich mal, die Geschichten jetzt umdeuten, sagen, die alten Symbole nehmen, der Wolf, der Bär und so weiter und dann sagen, da musst du da hingucken, da ist der Nazi, das unaussprechlich Böse, musst gar nicht verstehen, woran du ihn erkennst, ist egal, Hauptsache du reagierst, so wie wir reagieren wollen. Deshalb brauchen wir irgendwie, ey, Jubel, schieß eine Rakete zum Mond, ob die Rakete da jemals gelandet ist, das guckt man dann ja nicht, weil wir glauben, es wird ja der Gläubige eben stimuliert. Und jetzt sage ich dir Folgendes, ich bin relativ sicher, dass es weder eine russische Armee gibt, die dort in nennenswerter Zahl irgendwie auftreten könnte, also einem Großreich Sowjetunion entsprechend, die in der Lage wäre, eine ukrainische Armee einfach mal zu verfrühstücken, wie das normal wäre,
Es gibt doch keine, wir wissen ja auch, es gibt wahrscheinlich, das sind alles Szenarien. Wir haben keine Ahnung, was da los ist. Es kommen plötzlich Leute, die setzen sich in Bewegung, die haben aber Handys, die haben Geld und die erzählen da was von Kriegserlebnissen. Wenn du sie nach diesen Kriegserlebnissen fragst, dann kommt nur Schweigen. Es ist, wir haben auch keine deutsche Armee mehr. Was wir glauben, was eine normale Welt sei, ja, da gibt es dann eben halt einen Präsidenten und dann hat er eine Gattin und dann gibt es dann irgendwie Untergebene, die sind auch honorisch und ausgewählt und ehrlich und treu. Das ist das Bild einer alten Welt. Und jemand erzählt uns dieses, bringt uns immer quasi die alten Trigger dieser alten Welt. Im Fernsehen und Staatsempfänge und dann, ja, das Militär. Ja, genau, das wissen wir auch. Irgendjemand in uns weiß, das gehört auch dazu, Militär. Ja, und Volksversorge gehört auch dazu. Ach, da drüben steht es ja drauf, da steht der Volksversorge drauf. Ist also auch da. Ob da jemand dahinter ist beim Roten Kreuz, meinetwegen, der wirklich mit den Spenden, die wir da hinschicken, ob der was da Ordentliches macht, oder ob das nicht, wie in vielen Fällen geschehen, dann direkt eben dann unten zur Guerillatruppe läuft, die die Waffenlobby bewaffnet hat und sich dabei totlacht, dass die Deutschen mit dem Roten Kreuz oder wer auch immer das Geld davor noch spendet. Super Deal. Leute, ich sage euch, man hat uns bei den Eiern, indem man einfach uns die Püppchen zeigt, die wir sehen wollen oder jemand in uns sehen will und dann hinterfragen wir das nicht mehr. Würden wir hingehen in Aldi, das wird uns sogar gezeigt, im Bundestag, wer sitzt da noch rum? Da sitzen vielleicht 10% der Leute, die wir bezahlen dafür. Und die anderen sind schon längst auf Mallorca oder wo auch immer die sich rumdrücken, Malediven. Es wird uns doch gezeigt. Aber wir wollen es nicht wahrhaben. Es gibt weder eine russische Armee, noch gibt es einen Geheimdienst, noch, also, ich behaupte mal, das gibt es alles schon lange nicht mehr. Und wir leben in einer Welt, die nur noch Staffage ist und irgendjemand lässt uns dafür bluten und lässt uns einrichten. So, konfrontiere dich einfach mal mit dieser Vorstellung. Dann bist du nämlich schlagartig aus dem Spiel ausgestiegen, von wegen die gegen die These, Antithese. Sondern du bist dort, wo du es für möglich hältst, wo dir ein Licht aufgeht in der Synthese, dass Ahriman dich belogen hat. Dass es das heißt, dem Herrn der Lüge zu begegnen. Das wäre doch die ultimative Lüge. Du nimmst an, das sei so und zahlst deine Steuergelder oder handelst irgendwie aufgrund der Annahme. Aber es stimmt schon lange nicht mehr. Also wie cool ist denn die Nummer? Leute derartig zum Narren zu halten. Aufgrund der Annahme, wir handeln aufgrund der Annahme, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Aber die alte Welt ist untergegangen. Damit verabschiede ich mich aus Rastenburg. Ich würde mir sehr wünschen, dass dieser Gedanke, der in mir schon länger lebt und immer deutlicher wird, dass man die Dinge nicht zu wörtlich nehmen darf. Man darf nicht so sehr nach dem Augenschein urteilen, habe ich ja bei der Wolfschanze gestern gesagt. Weder bei dem Weibchen, das da die sich da drüben mit den entsprechenden Attributen stylt, ja, mal hinterfragen, was willst du denn eigentlich? Mal neue Fragen stellen, sagen, was willst du von mir? Warum soll ich denn als Kerl mit dir ins Bett gehen, nur weil du halt mit den Brüsten wackelst? Was hast du denn eigentlich für Motive, das zu tun? Das wäre doch mal eine interessante Frage, die ich tatsächlich gestellt habe vor sehr langer Zeit. Und die Welt verändert sich dadurch. Man hinterfragt die eigenen Motive und die fremden Motive und muss dann überhaupt den Sinn Frage stellen. Warum sollte ich das tun? Und wer so weit ist, wer sich über diese Ausrufe, all das Unwillkürliche, was so rauskommt, einfach mal drüber stellt, indem er dem erstmal sagt, Klappe, der kommt dann auf ein ganz neues Level. Und der stellt als erstes mal fest, die lassen uns hier sowieso wie die Idioten im Labyrinth rumlaufen. Aber dann bin ich auch nicht mehr, dann verlasse ich auch und dann gehe ich auch nicht mehr auf die Protestseite rüber, weil ich sage, das ist das, hey Leute, sag mal, merkt ihr das auch? Weil solange ich noch dann irgendwie auf die Demo gehe, bin ich ja im gleichen Rattenkäfig drin. Und oben, man muss auf die gucken, die oben drüber spielen, man muss in ihre Warte gehen und runterschauen. Und da haben die dann, von oben zeigt sich dann, da haben die dann irgendwie so Korridore geschaffen, da steht dann für Demonstrationen und dann haben sie dann irgendwie Schilder aufgestellt, die heißt dann irgendwie, hier ist die Armee, jetzt wird irgendwie das von dir gefordert, der Avatar wird geweckt und der Avatarbestandteil, da drüben steht Wohlfahrt, da drüben und so weiter. Lauter Anreizsysteme, kennen wir doch das Wort, oder? Und dann laufen wir ein ganzes Leben lang rum oder lassen uns verwickeln, haben Schwierigkeiten und denken nie darüber nach, einfach mal, dass vielleicht da, wo Armee draufsteht, russische Armee kämpft gegen ukrainische, dass da vielleicht gar nichts passiert. Denn wer von euch war denn da an der Front und hat sich wirklich
mit einer Drohne und sag ich mal, du brauchst ja irgendeine ganze staatliche Zahl von Leuten, die dieses gesamte sogenannte Kriegsgebiet überblickt. Mit Walkie-Talkies sich hinstellen, sagen, okay Leute, wir sind jetzt 1000 Leute, wir sind Kriegsbeobachter vor Ort und wir machen uns jetzt hier die Zuschauer an der Base daheim und wir machen uns jetzt einen Eindruck, was hier tatsächlich passiert. Und ich bin sicher, wenn wir das tun würden, da knallt es mal hier, da knallt es mal da und so weiter, dann zünden sich dann die Statisten ihre Zigaretten an, die Aufnahmen gibt es ja auch. Bin ich sicher, da drüben findet überhaupt nichts statt. Stattdessen hast du dann ein Auswanderungsbüro in der Stadt, das dann die ganzen Leute irgendwo hinschleust. Bin ich hundertprozentig sicher. Gehe ich jede Wette ein. Und wenn wir da erstmal hingelangt sind, dass das hier sowieso schon eine Irrenanstalt ist und dass diese Welt, die wir neu machen sollen, sowieso schon weit jenseits von Gut und Böse ist, wenn wir dazu erwachen, dann können wir gerne uns in Seminaren treffen. Wenn wir jenseits von Schlaf, scheinbaren Schlafschafen aufgewacht sind. Okay, dann Thomas Christian, mach es mir gut.